Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht's weiter in der Go-Kampf-Liga. Leider das letzte Mal im Retro Cup. Bin gespannt, wie es heute läuft. Ich bin noch Rang 18, denke aber, dass nach diesem Set vielleicht Rang 19 möglich ist. Mal sehen. Gehen wir mal rein. Ich habe ein neues Altaria. Schon wieder. Diesmal ein Altaria Rang 13. Vorher hatte ich ein Altaria auf Rang 200 irgendwas. Deswegen ist es jetzt auch kein Shiny mehr. Es war gestern leider nicht in Shiny. Ach ja, immer diese Alola-Knogger. Also, Altaria. Nur Spukball müsste ich jetzt vielleicht Angst haben. Ich hoffe, es ist kein Spukball. Genau, Schattenknochen finde ich gut. So, dann kommt jetzt hier meine Ladeattacke. Ach, ich wollte eigentlich die App vorher nochmal neu starten. Weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie immer doppelt überlade. Und das nervt dann halt irgendwann auf Dauer. So, dann hast du jetzt auf Lapras gewechselt. Das ist natürlich jetzt doof für mich, weil ich jetzt nicht mehr raus kann. Mach jetzt noch einen Himmelsfeger und dann ist halt Altaria weg. Da muss ich später mit einem aufgeladenen Hypno versuchen, das Alola-Knogger zu besiegen. Das Problem ist, ich brauche aber Hypno jetzt gegen Lapras. Ja, nee, nicht unbedingt. Ich versuche es mit Frostetje und Spukball. Dieses Lapras zu besiegen. Erstmal kein Schild. Schädelwumme. Na, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber Schädelwumme ist jetzt gar nicht so schlimm. Verteidigung sinkt auch noch. Na, dann hätte ich auch eine... Dann hätte ich auch bestimmt eine Lawine machen können. Ich hoffe, du schildest nicht. Kein Schild, zack, Lapras weg. Alola Knogger kommt wieder rein. Ich gehe raus und wollte auf Hypno. Er hat nicht reagiert. Anscheinend hat die Attacke von Alola Knogger gerade Vorrang. Okay. Wechseln wir mal. Leider die Sofortattacke effektiv. Also auch hier. Ich dachte, du hast die Feuerattacke. Schild natürlich. Schattenknochen ist nicht gut. So, Donnerschlag und da kommt Altaria rein. Mal gucken, ob ich wechseln kann auf Frostetje. Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht schon wieder wechseln. Ah, ist das ärgerlich. Okay, na gut, dann wird das, glaube ich, mit dem Kampf hier nichts mehr. So, jetzt erstmal hier das. Kann immer noch nicht wechseln. Jetzt kommst du mit deiner Attacke, Himmelsfeger. Ich weiß nicht, Hypno müsste überleben. Oder es kommt Mondgewalt. Nein, kommt nicht. Okay. Das war's für Hypno. Schade. Tja, ich glaube, der Kampf wird nicht wirklich was bringen. Also, dann fahre ich jetzt dieses Altaria runter. Schön. Und gehe einfach auf Spukball. Ja, das ist Alola Knogger. Richtig? Ja. Oh, puh. Wow. Okay, das war ein guter Kampf. Wow. Nice. Okay. Yay, 1000 erreicht. Die 1000 erreicht. So, nächster Kampf. Na? Jetzt. Kampf beginnt. Ja, zeig doch mal den Gegner. Rang 16. Vorhin habe ich gar nicht gesehen, welcher Rang. Ach nee, nicht schon wieder. Das ist voll blöd, ey. Ich weiß nicht, also Sengo ist echt ein blödes Pokémon, weil ich einfach nicht weiß, welche Typen Attacken es hat, weil es ist von Typ normal. Ja, es ist... Nachthieb ist es. Ich sehe das Pokémon sonst nie hier in der Liga. Und heute jetzt schon, glaube ich, das dritte Mal. Was packen die denn alle Sengo aus? Wo kommt denn das Pokémon auf einmal her? Oh Mann, ey. Ärgerlich. Mit dem kann ich jetzt gerade gar nichts anfangen. Na komm, mach das Hypno platt. Ich nehme was anderes. Ich nehme Altaria. Hätte ich von Anfang an nehmen sollen.
Und jetzt gehst du auf Rostici. Ach Mann. Da muss ich noch ein bisschen warten, bis ich wechseln kann. Das heißt, schilden und zur Not wechseln. Wechsel ist gleich soweit. So, zack. Jetzt gehe ich auf Spukball. Ich schilde mal hier. Du hast doch bestimmt genug aufgeladen, oder? Ja, Spukball. Jawohl, nicht geschildert. Das sollte ein Sengo gewesen sein. Der war dann platt. Und dann kommt Deoxys in der Verteidigungsform, das auch eine Schwäche gegen Geistattacken hat. Also raus damit. Nice, wieder kein Schild eingesetzt. Sag mal, willst du überhaupt gewinnen? Hab jetzt irgendwie nicht so das Gefühl, dass er das möchte. Er hat ja nicht mal sein letztes Schild eingesetzt, das verstehe ich nicht. Okay. Also irgendwie, ja. Die Leute wissen nicht, dass man aufgeben kann. Egal. Yay! Und schon ist das Ding Platin. So, weiter. Nächster Kampf. Mal sehen, wie der so wird. Aber Gegner wird wohl noch gesucht. Ah, jetzt. Jetzt kommt was. Ein Quaxo Krypto. Eine Bodenattacke. Du machst Meteorologe und du kannst Blizzard. Ja, dann mach da mal. Oh, ouch. Ja, okay, das war dann doch ein bisschen viel. Schauen wir uns mal Lawine an. Gucken, ob du nicht schildest. Ich hoffe es. Aber ich muss wohl bei der nächsten Attacke ein Schild einsetzen. Na toll. Da hat er jetzt dann doch leider geschildert. Ah, ärgerlich. Das macht leider... Es ist halt Krypto und es vergisst dann immer die 20% mehr. Das ist schon heftig. Aber sie leiden auch an der Verteidigung. Deswegen kann hier vielleicht eine Lawine tatsächlich großen Schaden anrichten. Aber er lässt uns das aber nicht zeigen. Er zeigt uns das auch nicht. Das ist halt das große Problem. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse es und gehe auf Hypno. Dann kann ich Donnerschlag einsetzen. Und die Sofortattacke macht so guten Schaden. Dein Quaxo soll jetzt endlich weg hier. Ich schilde lieber. War jetzt kurz davor zu sagen, ich schilde nicht, aber dann habe ich dann doch umentschieden. So, jetzt hier Donnerschlag. Jetzt ist aber das Quaxo weg. Das Problem ist nur, er kann sich jetzt aussuchen, was er als nächstes einsetzt. Das ist sehr ärgerlich. Es ist Alola Knogger. Ich wechsle mal auf Altaria. Noch ist er drin. Er hat noch nicht rausgewechselt. Ich bin überrascht. Hast du nichts Besseres hinten drin, das gegen Altaria kämpfen könnte? So, dann kommt jetzt hier der Himmelsfeger. Warum habe ich keinen Mondgewalt drauf, wenn ich schon wieder ein neues Altaria gebaut habe? Das liegt daran, dass ich die Entwicklung von diesem Altaria erst heute gemacht habe. Und festgestellt habe, dass für mein Altaria für die Hyperliga 20 XL-Bonbons fehlen. So, okay. Altaria hat das. Machen wir hier einen Spukball. Dann ist das Altaria, glaube ich, weg. Aber ich habe keine Restenergie fürs letzte Pokémon, was ein bisschen ärgerlich ist. Ah, okay, es reicht nicht. Aber zwei Sofortattacken reichen. So. Oder vier von Altaria. Alola Knogger, da kommt bestimmt ein Schattenknochen und dann war's das. Dann ist es halt so. Ja, tschüssi, bye bye. Manchmal darf man ja auch mal verlieren, oder?
Nächster Kampf. Komm schon. Zack. Kampf beginnt sogar sofort. Diesmal hat er gleich einen Gegner gefunden. Anzeigen tut er uns erst im letzten Moment. Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb man nicht mehr rausgehen kann, wenn man den Gegner schon gesehen hat. Nocturne. Okay, das ist ein bisschen eigenartig. Gehen wir mal auf Hypno. Die meisten spielen hier Eissturm. Ich schildert mal die erste Attacke, weil nämlich trotzdem ein Spukball kommen kann. Ja, genau. Weil ich gehe jetzt einfach hier auf Donnerschlag, das reicht völlig. Also ich werde es jetzt wahrscheinlich noch nicht besiegen, aber die Sofortattacke macht hier so viel Schaden, dass ich mir da eigentlich wenig Sorgen mache. Okay, du hast ein Schild eingesetzt. Schlau. Ich denke, du machst wieder Spukball. Altaria könnte ich jetzt zum Beispiel hier nicht einsetzen. Nochmal Donnerschlag hier. Hat er noch ein Schild? Ja, er hebt sich sogar das Schild noch auf, okay. Landturn. Kommt hier rein, okay. Ich mach mal trotzdem Donnerschlag. Wird vielleicht neutral sein. Donnerschlag macht halt leider... Sollte man vielleicht eher einsetzen, wenn man effektiv ist. Aber er hat so ein Schild eingesetzt, nice. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. An für sich ja gut. Überlebt das Hypno hier noch? Donnerblitz? Nö. Nö. Überhaupt nicht. Puh. Gute Frage. Ich gehe auf Frostetia und mache Lawine. War mir überlegen, ob ich Altaria einsetze, aber habe mich dann jetzt doch noch dagegen entschieden. Mal gucken, was kannst du noch für eine Attacke? Ich glaube, du kannst auch Blizzard, oder? Ja, der Donnerblitz macht hier schon guten Schaden. Das ist schon sehr traurig. Ich traue mich nicht noch auf Spukball zu gehen. Habe mich jetzt leider für die Lawine entschieden. War wahrscheinlich schlecht, weil der Gegner gerade gewechselt hat. Ich habe nicht gesehen, was. Nocturne. Okay. Wenn Landturn wirklich Blizzard drauf hat, habe ich wahrscheinlich verloren. Mal sehen. Jetzt erstmal gucken, was Nocturne hier einsetzt. Ich hoffe nichts, was Altaria große Sorgen bereitet. Doch, Eishieb. Toll! 55% von meiner Energie ist schon mal weg. Genial. Jetzt ist die große Frage, hat dieses Land noch Energie? Ja, es hat genug Energie, um vor mir zu einer Attacke zu kommen. Wahrscheinlich Donnerblitz und das war's. Okay, Donnerblitz. Vorbei. Ah, schade. Okay. Nächster Kampf. Also zum Teil würde ich sagen, schon sehr viele unterschiedliche Teams mittlerweile. Ganz andere Teams hier unterwegs. Scheint also manchmal echt... vor allem kriege ich die ganze Zeit Rang 16. Finde ich auch gerade ein bisschen eigenartig. Gibt es keine mehr in meinem Punktebereich. Rex Blizzard. Ich meine, die Lawine macht trotzdem guten Schaden. Jetzt hat er aber rausgewechselt. Und ich weiß nicht, welches Pokémon es ist. Aha, ein Morlord. Okay, das habe ich jetzt aber hier ehrlich gesagt noch nie gesehen. Boden, Wasser, Säurespeier. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Das ist ja super, dass ich das nicht geschildert habe. So, machen wir nochmal Lawine. Kein Schild. Tschüss, Morlord. Kampf-Pokémon kommt rein. Ich wechsle auf Altaria. Ich glaube, er kann gerade noch nicht rauswechseln. Schild für Steinhagel. Jawohl. Jetzt kommt meine Attacke. Ich habe fast das Pokémon nicht mehr gesehen. So schnell hat die Attacke jetzt diesmal gezündet. War okay, super. Schild, okay.
Mein Gegner hat noch ein Schild und er setzt Rex Bleezer ein. Das muss ich natürlich schilden. Das heißt, er konnte wechseln. Ich kann, glaube ich, noch nicht wechseln. Mist. Nicht gut. Obwohl... ja, kommt jetzt drauf an. Hätte ich jetzt meinen Himmelsfeger natürlich vorher zünden können, wäre ich zufrieden gewesen. So ist natürlich ärgerlich. Sehr ärgerlich. Okay, dann kommt jetzt Frostage hier rein und macht die Lawine wieder drauf. Er kann jetzt aber nochmal schilden, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Er hat ja noch ein Schild. Und der Schild ist da. Okay, jetzt sind die Schilde endlich weg. Dennoch müsste ich jetzt nochmal zu einer Lawine kommen und schaffe es aber nicht, weil die nächste Attacke macht mich auf jeden Fall fertig. Es ist noch eine KP übrig, okay, aber die hat mir jetzt nicht wirklich was gebracht. So, Hypno kann hier aber mit der Sofortattacke doch relativ viel Schaden machen. Und ich glaube, der Meteorologe macht hier nicht viel. Ach, na, du kommst wieder mit Energieball, ey. Macho Mai. Bitte überlebe es, bitte überlebe es. Bitte, 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 komm schon. Kreuzhieb. Jawohl. Tschüss, Macho Mai. So, der Donnerschlag ist voll, ich hau den einfach raus. Ich habe eigentlich auf Spukball gehofft, aber ist nicht. Komm schon. Nein! Eine Sofortattacke, oder? Oh, hoho, das war aber knapp, hey. Ja, das war ein knapper Sieg. Uiuiuiuiui. Damit habe ich... Also ich hätte in der Mitte nicht dran gedacht. Ich hätte gesagt, ich verliere den. Ach, das war's schon. Gar nicht mitgekriegt. Drei Siege waren's. Nice. Sternstaub, was gibt's noch? Sinnohstein und eine Pokémon-Belohnung. Flunschlick. Nehmen wir ein paar Bonbons mit. Nehmen wir mal einen Hyperball. Versuchen wir mal einfach fabelhaft. Ah, schade. Warum musstest du jetzt unbedingt springen? Ich glaube, das wäre eh kein einfach fabelhafter Wurf geworden. Ich brauche 999 fabelhafte Würfe fürs nächste Level. Ich bin gespannt, ob ich die vor den EP schaffe. Ach, ich bin wieder an den Stuhl gekommen und er hat Geräusche gemacht. Okay, 2 XL-Bonbons. Boah, Flunschlick prüfe ich später. Wie sieht's mit der Rangbelohnung aus? Bitte, Rang 19. Jawohl, jetzt bin ich Rang 19. Super, das heißt noch einen Rang. Und hier hat man jetzt auch die Top-Lade-TM bekommen. Und beim nächsten Set komme ich sogar automatisch auf Rang 20, weil das ist hier, ich bin mir ziemlich sicher, hier muss man nur kämpfen. Und wenn man in diesem Set gekämpft hat, dann ist man automatisch im nächsten Rang. Warum nicht? Und dann erst dann weiß ich auch meine Punktzahl. Also bleibt dran und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch!